die Platte abstrakt nennen oder irgendwie so, so eine Konstruktion, in der das Wort vorkommt. Und dann habe ich, glaube ich, dir gesagt, dass wir uns entschieden haben, das nicht zu machen, sondern einen Titel zu nehmen, der für sich genommen funktioniert, wie die Platte funktioniert. Also eigentlich ein Satz, der kompliziert scheint, aber eigentlich ganz einfach ist. Das war die Idee bei dem Titel von allen Gedanken, schätze ich doch am meisten die interessanten. Also dass man erstmal so ein bisschen alleingelassen wird damit, weil es inhaltlich kein, also es strahlt nichts aus oder so, es hat keine Atmosphäre, das ist so ein komischer, fast inhaltsleerer Satz, der einen aber auf den zentralen Punkt bringt. Also dass nämlich bei der Platte sowas wie Urheberschaft oder so, oder noch allgemeiner gesagt, dass man einfach darüber nicht mehr nachdenken muss, wer wo klaut und zitiert und so weiter, weil das mittlerweile völlig selbstverständliches Mittel der Produktionskultur geworden ist oder so, in fast allen Bereichen der Popmusik. Ein bisschen Theorie von den Sternen, die Praxis wird gleich nachgeliefert in Gestalt eines schönen Konzerts, das die Sterne hier in der Osterrocknacht in der Bisquithalle gespielt haben. Und wir sind immer noch live hier. Und jetzt eben mal kurz was anderes. Wir sind ja während der ganzen Nacht erreichbar gewesen und werden das also auch noch bis 7.15 Uhr morgens sein. Ihr könnt mit uns telefonieren, ihr könnt uns Faxe schicken und wir werden euch mit Sicherheit auch antworten. Und ich würde jetzt gern mal von Ansgar Bechen, der einer der vier, die hier am Telefon immer noch da sind, um mit euch zu sprechen. Ich möchte Ansgar mal fragen, wer hat denn eigentlich angerufen? Wo kamen denn die Anrufe her? Also es ging tatsächlich von Ost nach West, von West nach Ost, von Spanien bis Russland. So weit waren wir noch nie im Osten. Holland traditionell immer viel dabei und auch Faxe aus ganz Europa. Also wir sind überwältigt von der Resonanz. Das wird ja vielleicht auch ein bisschen was zu tun haben damit, dass wir inzwischen auch über das Internet, also international, also über die ganze Welt verbreitet sind, sodass also ein Bewusstsein davon, dass Rockpalast existiert, auch in Georgia oder Alabama oder eben halt in Sibirien oder in Portugal oder da, wo unser nördlichster Rockpalast-Club-Mitglied wohnt, in Tromsø an der Nordwestküste von Norwegen. Was haben die Leute denn so gesagt? Also die Resonanz vor allen Dingen erstmal auf M. Clark war sehr groß und wir versuchen natürlich immer Kritik und Lob einzufangen, festzuhalten und dann entsprechend aufzunehmen und weiter zu verarbeiten. Aber bisher können wir feststellen, dass das Konzept Rockpalast so immer noch aufgeht und auch in Zukunft aufgehen wird und vor allen Dingen, dass die Leute auch wie früher immer auch noch die Rockpalast-Partys feiern bis morgens. Das ist toll, also nicht alleine vor der Glotze sitzen, sondern ein bisschen Kommunikation. Man muss ja nicht also festgeklebt sein, sondern man kann sich abwenden, wieder zuwenden, zwischendurch ein bisschen sprechen oder tanzen oder was, wozu man sonst lustig ist. Du hast auch ein paar Faxe mitgebracht. Kannst du ein bisschen was draus vorlesen vielleicht? Ja, also das sind vor allen Dingen auch Ostergrüße viele. Ja, auch, dass eben ja, in Clark die beste Band der Welt sei und so weiter. Und da möchte ich noch die Taxizentrale in Kassel grüßen, die bis morgen früh durchmachen wollen und eben Nachtschicht haben. Ja, also das ist so die Bandbreite. Und vor allen Dingen Resonanz eben auf die vielen unterschiedlichen Gruppen, die vertreten sind. Okay, das kann ja noch weitergehen. Vielleicht kann die Regie noch eben mal die Telefonnummern und die Faxnummer einblenden, unter der wir, wie gesagt, noch bis zum frühen Morgen, bis 7.15 Uhr, auch für diejenigen, die vielleicht jetzt ein kleines Nickerchen machen und dann in einer Stunde wieder aufwachen und feststellen werden, dass wir dann immer noch da sind und immer noch gute Musik zu bieten haben. Jetzt aber das angekündigte Konzert. Sie waren ja schon vor 4 Jahren einmal unser Gast, damals eingeladen von Heinz Rudolf Kunze, der ein Konzert gab zur Popcom 1994 und der fand, dass Universal Soldier von den Sternen ein echter Hit war, das Zeug zu einem echten Hit hatte. Und dieser Song ist natürlich auch Teil des Konzerts, das die Sterne heute in der Osterrocknacht hier in der Bisquithalle Bonn gespielt haben.
es ist gefälscht und verlangt, dass man es echt sein lassen soll. Menschen wie Gläser, leer oder voll, tauschen sich aus über dies und dasselbe. Kleine Karos, große Karos und Details, ich bin ein Stadtplan. Und der da ein Bier und Deutschrock-Spezialisten haben wir auch heute hier. Ich lass den Handwerker kommen, der mir den Kopf repariert. Hallo Lexikon, erklär mir, wie das funktioniert, das möchte echt sein. Echt, es will Refrain sein. Jesus Christus, was bist du bescheiden? Es gibt ja auch noch Leute, die dich dann dafür beneiden. Gestern im Rauschhaus, heute Parlament. In einer Anstalt bin ich geboren und jetzt das dritte Programm. Wo das Ameisenleben spielt, jetzt wieder raus. Wo der Bauer die Rüben sät, irgendwie ähnlich diese Welten sehen sie aus. Da wo du lebst und ich bin da auch, es möchte echt sein. Echt. Es will Refrain sein. Echt. Was Abenteuer ausmacht und Abende auch, ist der Raum, den du atmest, die Luft, die du brauchst, um zu existieren wie ein lebendiges Wesen. Ich habe es getroffen, nicht gelesen, und es möchte echt sein. Echt. Es will Refrain sein. Wenn wir schon so angekündigt werden, dann spielen wir das auch gleich. Ein Stück von unserer letzten Platte, das heißt Die Interessanten. Ich bleibe an der Haustür stehen. Nicht länger quälen, denn von allen Gedanken stellt sich doch am meisten die Interessanten. Von allen Gedanken.
an. So hübsch war's auf dem Land, eine wunderschöne Scheune mit Bienen in den Büschen und alles voller Bäume. Ein lieber alter Bar saß kauernd auf der Bank, kleine Kinder in den Wiesen. Wir dachten, ach wie pittoresk, wenn man es so wie es sein lässt. Es war sehr gut und von Bestand, kaum einer weiß bis heute, warum es dann verschwand. Wir hatten Sex in den Trümmern, wir träumten, wir fanden uns ganz schön bedeutend. Wir hatten Sex in den Trümmern, wir träumten, wir fanden uns ganz schön bedeutend. Ein Mann gab einem anderen Mann, der freundlich war, ne Mark. Der eine wette untersetzt, der andere gab ihm eine Zeitung. Laden brummte, doch kaum gedrängelt stark, hier gab es gar nichts zu bemängeln. Produkte in den Regalen, auch in Töpfen oder Schalen. Perfekter Service, korrekte Preise, nur die Lüftung zuckte leise. Wir hatten Sex in den Trümmern, wir träumten, wir fanden uns ganz schön bedeutend. Wir hatten Sex in den Trümmern, wir träumten, wir fanden uns ganz schön bedeutend. Wegließ, war die Geschwindigkeit okay, fand ich. Du sagtest schneller, schneller, schneller. Ich sagte nee, es gab Gespräche über den Sinn. Und wir fragten uns andauernd, wo das hinführt. Waren wir Bekloppte oder waren wir krank? Oder beides oder noch schlimmer? Sind wir's noch immer? Wir hatten Sex in den Trümmern, wir träumten, wir fanden uns ganz schön bedeutend. Wir hatten Sex in den Trümmern, wir träumten, wir fanden uns ganz schön bedeutend. Schlagzeug, die Schnarrtrommel, damit wir den Rhythmus finden. Zum Beispiel zu dem. Ich will Geld und ich möchte Gott verdammt nochmal, dass jemand sein Verhalten.
zum Mitsingen. Alles kennt ihr. I fought the law and law won. I fought the law and law won. I fought the law and law won. I fought the law and und jetzt die Feuerzeuge. Sind, kriegen die alles ab. Die, die wir lieben, kriegen uns dadurch satt. Wenn wir dann wieder einsam sind, das ist der Wunderpunkt. Wissen wir, dass wir traurig waren, aber nicht mehr den Grund. Das ist Unsinn, lass es sein, lass doch mal die Sonne rein. Und genieße ihren Widerschein, Widerschein. Das Lieblingsstück von uns wieder aufgegriffen, das wir lange nicht gespielt haben, weil wir jetzt sowieso lange nicht gespielt haben, dass uns alle Stücke eigentlich so vorkommen, als wären sie aus einer Zeit und manche werden irgendwie durch die Zeiten wieder aktuell. Dieses hier heißt Fick das System. Ich muss den Ton finden. 25.000 müde Knochen aufgepumpt zu neuen Leben. Mit Mitteln für die schnelle Tour. Die letzten drei Zellen in Reihe geschaltet, bin produziert. Ich konnte das immer, jetzt nicht mehr. Manchmal ist zugedröhnt, besser
mich verpiss, verflixt. Ist das der Eingang, den der Architekt benutzt, oder nimmt der eine andere Tür? Zeigt sich das Arsch in der Öffentlichkeit, oder finden wir nur in seiner Spur? Zur Hausbank als Mitarbeiterin, oder kommen Sie später oder gar nicht mit Tim? Werden Sie sich möglichst bequem, es wird überall gefickt, was willst du denn? Überall Pathos, ratlos, harmlos, überall Pathos, Tote werfen keine Schatten, üble Parolen, unangenehm, wie finden Sie den, tickt das System?
Vielen Dank. Wir machen gleich weiter. Sie will sich nicht lassen. Ach, was soll das? Lass mich nur machen. Denkt man sich und hat schon viel zu viel verändert. Die Nacht ist längst vorbei und die Augen sind gerendert. Man denkt ja immer nur an seine Liebe und wenn es kracht, schaut die Liebe nur zurück und sagt, ich hab doch gar nichts gemacht. Bin doch abstrakt. Ich bin jetzt sehr aufgeregt. Lass uns was Ruhiges spielen. Hey, da kennt jemand Blumfeld. Herzlichen Glückwunsch. Respekt, ganz normaler Tag ist das. Nichts, ich versteh nichts. Fragst dich, war die Hoffnung blind, die nur den Morgen nicht das Grauen sah? Mein
liebes Kind, ich bin die Bühne nur und nicht das Drama. Ich bin nicht wirklich die Gefahr. Ich bin ein ganz normaler Tag, ich bin so wie ein leeres Blatt und nichts hat sich erledigt. Alles liegt genauso da, wie es gestern Abend war, einem Trümmerhaufen ähnlich. Es betrifft mich keine Schuld, ich bin genauso viel Geduld wie wenig. Ich bin erbarmungslose Ruhe, ich geh nicht nach, noch geh ich vor. Sag jetzt bloß nichts, ich versteh nichts. Sag jetzt bloß nichts, ich versteh nichts. Sag jetzt bloß nichts, ich versteh nichts. Ich war die Hoffnung blind, die nur den Morgen nicht das Grauen sah. Mein liebes Kind, ich bin die Bühne nur und nicht das Drama. Ich bin nicht wirklich die Gefahr. Ich bin ein ganz normaler Tag, ich bin so wie ein leeres Blatt und nichts hat sich erledigt. Alles liegt genauso da, wie es gestern Abend war, einem Trümmerhaufen ähnlich. Es betrifft mich keine Schuld, ich bin genauso viel Glück wie wenig. Sag jetzt bloß nichts, ich versteh nichts. Dankeschön. Auf dieser Insel behandeln sie das Alter mit Hypnose, behexen meine Falten. Hinterher sind sie nicht mehr nach dem Schreck, sind sie weg. Sie kochen deine Feinde ein, die Freunde werden davon haltbar. In einem Tag hast du hier deinen Führerschein. Der Handel blüht auf wie bescheuert, überall Verträge. Wenn's nicht mehr liefe, wüsste einer, woran das dann läge. Es gibt für alles ein paar Manier, für jeden Mensch und jedes Tier. Unter dieser Sonne, die es singt, wenn alle Kinder schlafen. Auf der anderen Insel tanzt Carola heute nicht so toll. Ihr Tag war nicht so gut gelaufen. Sie träumte schon seit 12 vom Saufen, war dann erst um 5 Uhr voll. An anderen Tagen könnt ich schwören, dir jeder hier zu ihr gehören. Sie ist bei Gott die Königin des Vorstadtnachmittags, den all der anderen Leute träumen. Schleicht sich das, was sie hat, nur fürchtet sich der Witz vor der Pointe. Was mach ich bloß, wenn wieder keiner lacht? Wird doch bald kein Arsch mehr an mich denken. Und ich war nur ein Witz für eine Nacht. Es wäre der schönste Tag in seinem Leben. Seit er sich kennt, kann er sich nicht bewegen. Keine Augen, keinen Mund, keine Ohren, keinen Grund. Irgendwas zu riechen. Wenn sie ihn schieben, schüttelt's sehr, mal schüttelt's mehr, mal weniger. Dann wünscht er sich so sehr, er könnte kriechen. Er kröche, wenn er könnte, auf Schafott. Dann kröche er endlich näher noch zu Gott. Nur fürchtet sich der Witz vor der Pointe. Was mach ich bloß, wenn wieder keiner lacht? Wird doch bald kein Arsch mehr an mich denken. Ich war nur ein Witz für eine Nacht. Es fürchtet sich der Witz vor der Pointe. Was mach ich bloß, wenn wieder keiner lacht? Wird doch bald kein Arsch mehr an mich denken. Und ich war nur ein Witz für eine Nacht.
56 Berets vor der Porte. Was meint bloß, wenn wieder keiner lacht? Wird bald keiner mehr an mich denken. Und ich war nur ein Witz für eine Nacht. Es fürchtet sich der Witz vor der Pointe. Was meint bloß, wenn wieder keiner lacht? Wird bald keiner mehr an mich denken. Und ich war nur ein Witz für eine Nacht. Vielen Dank. Risikobiografie. War ich im eigenen Treppenhaus, in der ersten Morgenbrise. Ich hab nichts gegen eine Nachricht, bloß nicht schon wieder diese. Überhaupt darum zu kümmern. Diese Scheiße mit dem Geld und ihr Verlauf reibt mich nur auf. Ich esse eure Suppe nicht. Nein, eure Suppe esse ich nicht. Schon lieber mache ich auf dem weiße Wiese und fahr die neu gekaufte Karre auf die Wiese. Und das ist Dresche, geht dafür war immer klar. Doch tot, wenn sich so typisch beschwert und lachen immer noch, wenn er kopiert. Allein, 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 machen sie dich ein. Wir brauchen jetzt viel Applaus, bitte. Sehr viel Applaus, weil wir spielen jetzt praktisch unsere Zugabe vorweg. Warst du nicht fett und rosig, warst du nicht glücklich, bis auf die Beschwerlichkeiten mit den anderen Kindern streiten, mit Papa und Mama. Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert?
sich, warst du nicht glücklich? Was hatte ich bloß so ruiniert, dass sie nicht zuhören wollten oder nichts glauben? Was hatte ich bloß so ruiniert? Und dann der Kaktusgarten, konnten sie nicht warten. Was hatte ich bloß so ruiniert? Wo fing das an? Was ist passiert? Was hatte ich bloß? Es war schön mit euch. Viel Spaß noch heute Abend. You know all these guys, huh? Oh yeah, Rancid. I don't know this. Agent up for this. New English. Oh, New English? Yeah, yeah. I know Butch Vig, my old friend. And Das ist schon richtig gut, weil wir Mike Watt steht hier.